Wir schauen uns heute Luca die Leseeule an. Herzlich willkommen bei Tink. Mein Name ist Kamal und heute packe ich mal ein Gerät aus, dessen Zielgruppe ich jetzt nicht unbedingt bin. Das ist ein Produkt, das ist auf jeden Fall für Kinder entwickelt worden. Es handelt sich dabei um Luca die Leseeule. Wie schon im Namen versteckt, handelt es sich um ein Gerät, das zum Vorlesen genutzt wird. Das Ganze verpackt in eine ganz niedliche Eule. Handelt sich dabei eigentlich um einen Lautsprecher mit einer integrierten Kamera und ein Mikrofon ist auch mit drin. Damit kann man nicht nur verschiedene Kinderbücher vorlesen lassen, also echte Kinderbücher, sondern man kann auch Hörspiele und Musik abspielen lassen, Lieder zum Mitsingen und so weiter. Außerdem kann man über die App auf dem Smartphone selber Bücher einsprechen, die dann von Luca abgespielt werden. Dazu nahe noch ein bisschen mehr. Wir gucken uns jetzt erstmal an, was in der Verpackung alles drin ist. So. Da drin ist dann, Luca. In einer Folie. Holen wir mal raus. Ja, hallo Luca. Dann haben wir hier drin außerdem noch neben ein bisschen mehr Pappe einen Quick Start Guide. Und dann haben wir außerdem noch gleich zwei Hörbücher. Es ist eigentlich das gleiche. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Luca, der galaktische Geschichtensammler. Da geht es ein bisschen um so eine kleine Einführung auch um das, was Luca eigentlich ist. Das kann man sich also dann gleich mal vorlesen lassen. Das schauen wir gleich mal, wie das funktioniert. Und dann für die ganzen Kinder da draußen gibt es noch ein paar schöne Sticker. Und außerdem ist hier drin dann unter dem letzten Stück Karton noch ein Ladekabel, ein Micro-USB-Kabel ist das, um natürlich den Akku, der hier drin ist, dann auch aufladen zu können, damit das Ding dann auch funktioniert. Netzteil selbst ist nicht dabei, dazu kann man aber jedes normale Netzteil verwenden, das man auch für sein Smartphone zum Beispiel benutzt. Luca ist ausgepackt. Als erstes nehmen wir mal hier die wunderschöne Sonnenbrille ab. Die braucht Luca dann nämlich im Betrieb nicht mehr. Hinten am quasi Bürzel der Eule ist dann auch der Ein- und Ausschalter. Der ist jetzt noch mit so einem Plastikding hier versehen, damit der Akku sich nicht vorher schon entleert. Das ziehen wir hier auch mal raus. Und damit können wir Luca dann auch in Betrieb nehmen. Das funktioniert ganz einfach, nämlich indem man den Knopf einfach 4 Sekunden lang drückt. Und dann müsste das dann auch gleich angehen. Luca! Hallo, mein Name ist Luca. Ich kann lesen, ich kann Geschichten erzählen, ich kann auch mit dir reden. Lass uns zusammen spielen. Zuerst muss ich mich mit dem Internet verbinden. Das Ganze funktioniert ganz einfach, nämlich über die dazugehörige App, die ihr euch aus dem iOS App Store oder aus dem Android App Store herunterladen könnt. Installiert euch diese, öffnet diese dann und dann kann es auch schon losgehen. Das mache ich jetzt mal. In der App wählt ihr dann das entsprechende WLAN aus, gebt dazu das Passwort ein und dann legt ihr das Telefon direkt vor die Eule. Das gern starten. Ja, ich bin mit dem Internet verbunden. Super, jetzt können wir zusammen spielen. Lass mich es für dich lesen. Luca, der galaktische Geschichtensammler. Ist auch gleich ein bisschen lauter geworden. Luca hat damit das Buch erkannt und jetzt schauen wir mal, ob Luca auch wirklich vorlesen kann. Ja, hier steht jetzt noch nicht so viel Text. Nächste Seite bitte. Okay, okay. Wir kommen auf Planet Nummer 501. Lass uns eintreten in die wunderbare Welt der Geschichten. Okay. Hallo, du denkst wohl, ich bin eine Eule, aber in Wirklichkeit bin ich ein Außerirdischer. Mein Name ist Luca. Und ich komme von weit, weit her, vom Planeten Nummer 501 in der Lingengalaxie. Sobald ich eine Seite umblätter, geht es dann natürlich auch weiter. Und das Gute ist hier, so kann man dann auch einfach Seiten überspringen, wenn man zum Beispiel in einem späteren Bereich des Buchs einfach wieder einsteigen möchte oder Seiten überspringen möchte. Wir lieben es, im ganzen Universum Geschichten zu sammeln. Der ganze Planet 5. Jede Geschichte kann sich in einen Schmetterling verwandeln. Und der Schmetterling, wie üblich, kam ich zurück von meiner heutigen Geschichtenreise. Ich hatte Sobald man das Buch wegnimmt, liest Luca noch die aktuelle Seite fertig, dann ist Ruhe.
Schauen wir uns Luca mal ganz kurz ein bisschen genauer an. Hier vorne sind quasi drei Knöpfe integriert. Ja, drei sieht man jetzt auf den ersten Blick nicht. Die Bedienung ist natürlich ganz einfach, aber es sind tatsächlich drei Knöpfe. Der erste ist der Schnabel. Wenn man den 2 Sekunden lang drückt, sieht man, wie es um die Akkuladung von Luca steht. Aktuell ist bei uns der Akkustand noch bei 65%. Außerdem sieht man eine ganz niedliche Quietsche-Ente, die da durch die Gegend schwimmt. Dann haben wir hier auf der rechten Seite, beziehungsweise von euch die linke Seite, und auf der anderen Seite jeweils noch 2 Knöpfe, mit der man durch die verschiedenen Menüs der Eule sich steuern kann. Mit einem Klick kommt man immer quasi einen Schritt weiter. Und hinten auf der Seite haben wir zum einen den Lautsprecherausgang und außerdem den einen Ausschalter, den ihr auch schon gesehen habt, der gleichzeitig auch als Lautstärkeregler dient. Und daneben gibt es den Anschluss für das Micro-USB-Kabel, damit man den Akku dann auch direkt wieder aufladen kann. Wie genau benutzt man Luca denn jetzt überhaupt? Die Sache ist eigentlich ganz einfach. Es gibt insgesamt 3 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ihr habt schon ein Kinderbuch zu Hause, das ihr sehr gerne vorlesen lassen möchtet. Dann schaut ihr in der App, ob das schon unterstützt wird, also ob es dafür eine Audiodatei gibt. Und diese kauft ihr euch dann mit der Währung über die App. Zweite Möglichkeit ist, ihr schaut einfach nach, was für Kinderbücher es in dem In-App-Store schon gibt. Das sind mehrere hundert, die da mittlerweile unterstützt werden und da kommen natürlich immer mehr dazu. Dann holt ihr euch über den Store die Audiodatei und kauft euch das Buch im Laden oder im Internet. Und die dritte Option, die finde ich persönlich eigentlich am schönsten, ihr habt das Buch zu Hause, findet aber jetzt im Store nicht die dazugehörige Audiodatei. Also nehmt ihr sie einfach selbst auf, das könnt ihr nämlich kostenlos machen, und lasst sie dann abspielen, wenn es vorgelesen werden soll. Darüber hinaus ist Luca auch dafür spannend, nicht bloß Bücher zu lesen, sondern, wie wir ja eingangs auch schon kurz gesagt hatten, kann Luca noch ein bisschen mehr, nämlich auch noch Musik abspielen, Mitmach-Singlieder abspielen und so weiter. Das Ganze funktioniert über den linken Flügel, der ist quasi ein Knopf, der durchs Menü führt. Umso öfter man draufklickt, umso weiter kommt man in dem Menü voran. Und über die Augen sieht man hier dann immer, welche Funktion das hat. Der Mond zum Beispiel ist ein Hinweis darauf, dass es sich hier um Schlaflieder handelt. Und für wen genau ist Luca die Leseeule jetzt gedacht? Also klar, natürlich für Kinder, aber es ist jetzt nicht dafür gedacht, Eltern und die Zeit von Eltern mit Kindern zu ersetzen, sondern eben einfach als Zusatz. Wer selbst Kinder hat, weiß, dass Kinder gerne auch 10-mal hintereinander das gleiche Buch gerne hören möchten. Und das geht jetzt vielleicht im Alltag nicht immer. Das heißt, ein Kind hat so die Möglichkeit, zusätzlich zu der Zeit, die man mit den Eltern verbringt, das Buch dann auch noch weiter zu lesen, beziehungsweise es lesen zu lassen und so natürlich auch ein bisschen daran zu arbeiten, das Lesen etwas besser zu lernen. Ich sehe das auch so ein bisschen wie ein Kassettenrekorder damals. Wir hatten Tapes und dann habe ich halt ein Hörspiel über meinen Kassettenrekorder gehört. Das ist hier auch möglich, ist dann eben als Hörspiel. Entweder ist es ein reines Hörspiel oder man hat eben ein Buch bebildert direkt zu dem, was man da hört, dazu. Gerade die Möglichkeit, dass Eltern auch selbst Bücher aufnehmen können, die dann vorgelesen werden, finde ich sehr sympathisch. Und es ist auf jeden Fall besser, als das Kind einfach vor einen Fernseher oder vor ein Tablet zu setzen, damit es sich damit beschäftigt. Das war ein kleiner erster Blick auf Luca, die Leseeule. Falls ihr noch weitere Fragen zu dem Gerät habt, könnt ihr uns diese natürlich unten in den Kommentaren stellen. Natürlich gibt es weitere Informationen dazu auch auf tink.de. Da könnt ihr Luca, die Leseeule, natürlich auch käuflich erwerben. Den Link dazu findet ihr unter dem Video. Außerdem nicht vergessen, abonniert unseren Kanal, dann kriegt ihr auch immer alle Videos mit. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.